Abseits der touristischen Top-Ziele im Harz liegt das Selketal. Seit 1887 schlängeln sich die meterspurigen Züge hier durch das Mittelgebirge. Als Gernrode-Harzgerode-Eisenbahn wurde die Strecke eröffnet. Heute ist sie im Norden bis Quedlinburg durchgebunden und hat im Westen Anschluss an die Harz-Querbahn. Am Ausgangsort des Bahnbaus, dem beschaulichen Örtchen Gernrode am Nordrand des Harzes, beginnt unsere Reise. Nach Mägdesprung, wo im Oktober 2013 zwei Generationen von Triebwagen kreuzen, führte der erste Abschnitt. Zurück in Gernrode hat Zug 8960 um 9.59 Uhr Ausfahrt nach Quedlinburg. Die Anbindung an die Welterbestadt ging erst 2006 in Betrieb, nachdem die Harzer Schmalspurbahnen die stillgelegte Normalspurstrecke auf 1000 mm umgespurt hatten. Von der 8,5 Kilometer langen Neubaustrecke hatte man sich eine deutliche Belebung des Personenverkehrs im Selketal versprochen. Im März 2014 ist die kleine Heißdampflok 996101 mit einem Traditionszug unterwegs. Im kleinen Kurort Alexisbad, heute ein Stadtteil von Harzgerode, hat der Sonderzug einen Aufenthalt zum Wassernehmen. Herbstlich präsentiert sich im Oktober 2013 die Wiese beim Haltepunkt Sternhaus Haferfeld bei der Durchfahrt des Zuges 8963. Und weiter geht's für die Fahrgäste des Sonderzuges. Woo!
Strassberg präsentieren sich Lok und Wagen vor dem wohl meist fotografierten Motiv im schönsten Licht der Vorfrühlingssonne. Felseinschnitte, Kurven und ein steter Wechsel von Steigung und Gefälle prägen das Erscheinungsbild der Strecke. Standorte ehemaliger Kleinindustrie säumten einst die Bahn. Geblieben sind davon zumindest die Ortsbezeichnungen, wie zum Beispiel Stahlhammer und Drahtzug. In Strassberg hat der historische Zug Ausfahrt. Fast 40 Jahre, von 1946 bis 1984, war hier Endstation. Als Reparationsleistung nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Gleise nach Eisfelder Talmühle demontiert und in die Sowjetunion verbracht worden. Glücklicherweise können wir sie heute wieder erleben, die nostalgischen Dampfzüge auf ihrer Fahrt am idyllischen Mühlenteich von Güntersberge. Winterlich kahl, doch frühlingshaft sonnig ist es am Nachmittag des 1. März 2014, als Neubau-Lok 99-7-240 ihren Regelzug durch den Hüttengrund zieht. Fast 3 Stunden war sie unterwegs, als sie am frühen Abend in Eisfelder Talmühle den Anschluss an die Harzquerbahn erreicht. Hier wird vor der Rückfahrt Wasser genommen und umgesetzt. Mittag geworden ist es, als unser Sonderzug den Bahnhof von Stiege erreicht. Um das Umsetzen der Loks vor den Kohlezügen von Nordhausen nach Silberhütte zu ersparen, wurde hier 1984 eine Wendeschleife errichtet. Die Malle-Lok 99-5906 passiert am Nachmittag des 17. Oktober 2013 Quarmbek. Im Hintergrund ist eben noch die Stiftskirche von Quedlinburg zu erahnen.
Wegen ihrer guten Kurvengängigkeit ist die Mallee wie geschaffen für die engen Radien im Selketal. Gebaut wurde sie aber zu einem ganz anderen Zweck. Im Auftrag der Heeresprüfkommission für Feldbahnen konstruierte die Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe 1918 sieben Mallees, die dann aber infolge des Kriegsendes nicht mehr zum ursprünglich geplanten Einsatz kamen. 99-5906 gelangte daher 1920 zur Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn. Vor dem heute leider leerstehenden Empfangsgebäude von Alexis Barth präsentiert sie sich uns beim Wassernehmen. Der kreuzende Personenzug 89-54 besteht diesmal aus 187-015, dem Prototyp für die Mitte der 90er Jahre neu beschafften Dieseltriebwagen der HSB. Im Beretal rollt die frisch hauptuntersuchte Einheitslok 99-6001 aus Wernigerode kommend Eisfelder Talmühle entgegen. Hier begegnet sie kurz darauf unserem Sonderzug mit 99-6101. Herbstlich zeigt sich am Abend des 17. Oktober der untere Teich in Stiege. Im Bahnhof wartet der alte GHE T1 bereits die Einfahrt des Triebwagens aus Quedlinburg und des Dampfzuges vom Brocken ab. Während vor dem Stieger Schloss beschauliche Ruhe einkehrt, fährt der T1 mit Ziel Wernigerode um 17.25 Uhr schließlich ab. Die Mallee erleben wir auf der Rückfahrt von Eisfelder Talmühle leider ohne Doppelausfahrt. Farbenprächtiger Kulisse erleben wir den Zug im Hüttengrund, in der Einfahrt von Alexis Barth und bei Drahtzug. Der T1 ist bereits wieder im Selketal unterwegs, hier in Sternhaus Haferfeld. Unser Sonderzug passiert auf der Rückfahrt Strassberg.
Hier an der Rinkenmühle gab es einst Anschlussgleise für den Güterverkehr. Begleiten wir den Zug vorbei an Alexisbad und dem romantisch gelegenen Forsthaus Drahtzug. Gernrode am Morgen. Der erste Dampfzug aus Quedlinburg hat sich soeben die Rampe von Bad Suderode hinaufgekämpft. Die Ausfahrt führt über die Otto-Franke-Straße in weitem Bogen nach Süden. Die Steigung vor Drahtzug fordert die Neubaulok nur mäßig. Mägdesprung entfaltet heute einen etwas morbiden Charme. In kürzester Zeit von Personen im Gleis zu Beförderungsfällen verwandeln sich im Bahnhof des Örtchens zwei Wanderer. Kurz vor Alexisbad quert die Strecke den Friedenstalbach und die sogenannte Kreisstraße.
winterliche Ödnis vor Stiege und herbstliche Pracht auf der Wiese vor Sternhaus Haferfeld sollen uns nun zum Abschied von der Selketalbahn gereichen.